Gude, ich kann die Steine schon förmlich spüren, die nach mir geschmissen werden, denn heute mache ich einen Veggie-Burger. Und wie ich diesen Veggie-Burger gemacht habe, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es werden keine Steine nach mir geschmissen, liebe Leid. Denn heute gibt's einen Veggie-Burger und nicht weil Veggie, sondern weil lecker. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die zu mir zum Essen kommen, die ich einlade. Die essen kein Fleisch, die sind Vegetarier. Und denen bin ich auch nicht böse und das ist auch gut so. Jeder kann essen, was er möchte. Was seine Beweggründe sind, das ist völlig egal, das braucht gar nicht zu interessieren. Aber ich möchte, wenn Leute zu mir kommen, dass sie auch was zu essen bekommen und dass sie satt nach Hause gehen. Und deswegen möchte ich euch heute mal zeigen, was ich so mache, wenn Leute zu Besuch kommen, die kein Fleisch essen. Deswegen gibt's einen Veggie-Burger. Genug gebabbelt. Als erstes, jetzt habe ich da schon die Hälfte wieder verpasst, habe ich ein bisschen Brokkoli aufgekocht. Also in kochendes Wasser gegeben mit ein bisschen Salz und den habe ich so ungefähr so 2 bis 3, 4 Minuten kochen lassen und dann habe ich ihn abkühlen lassen. Und wenn er abgekühlt ist, wird er dann einfach so grob runtergehackt. Einfach nur so fein, so damit das halt wirklich fein ist, damit da keine groben Stücke mehr drin sind. So, jetzt sind wir wieder, glaube ich, auf der Höhe von der zeitlichen Höhe von dem Video und wir können weitermachen. Na, die Freya ist nicht so begeistert von diesem Veggie-Burger. Sie hat eher gedacht, ich mache heute so einen schönen Cheeseburger oder so. Aber nein, heute gibt es einen Veggie-Burger. Aber der Hund bekommt nachher was richtig Schönes, Leckeres. Und dann habe ich hier eine wunderschöne Gemüsezwiebel. Ich habe bewusst eine Gemüsezwiebel gewählt, denn die hat so richtig schön Bums, die ist so richtig schön kräftig und das brauchen wir natürlich auch, denn wir möchten ja kein Fleisch ersetzen, sondern wir möchten einen eigenständigen Burger kreieren mit einem schönen, leckeren und richtig schön würzigen Patty. Und die Gemüsezwiebel hilft uns dabei, dem Ganzen noch ein bisschen Schub zu verleihen. Die Zwiebel braucht er jetzt nicht filigran runterschneiden, einfach so grobe Würfel, das reicht vollkommen aus. Und die genaue Zutatenliste, liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Die gibt es natürlich wie immer am Ende vom Video, könnt euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen oder den Bildschirm abfotografieren. Die Zwiebelwürfel kommen jetzt zu dem Brokkoli dazu. Und alles, was jetzt noch auf dem Tisch ist, könnt ihr natürlich auch noch in die Schüssel geben, denn es wird nichts verschwendet. Als nächstes geben wir jetzt 2 Eier dazu und ihr seht, es ist ein vegetarischer Burger, also kein veganer Burger. Bei vegan bin ich ein bisschen raus, da fehlt mir so ein bisschen die Kreativität, aber bei Veggie, das kann ich glaube ich schon ganz gut. Jetzt habe ich hier ein bisschen Mandelmehl, also gemahlene Mandeln, die habe ich dazu gegeben und jetzt kommt Käse dazu. Das macht das Ganze noch richtig, richtig schön. Wie soll ich sagen, es gibt dem richtig so eine schöne Konsistenz. Welchen Käse ihr da jetzt nehmt, das ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt den Käse nehmen, den ihr gerne habt. Einfach mal so grob runterreiben und dann dazugeben. Das wird richtig gut. Hier habe ich ein bisschen Petersilie und ihr wisst es ganz genau. Petersilie, das ist mein persönliches Lieblingskraut. Es schmeckt so gut. Also Petersilie, da habe ich auch schon einen Verbrauch hier von fast schon einer Plantage in der Woche. Naja, ganz so schlimm nicht, aber ich übertreibe ein bisschen. Also Petersilie kam jetzt auch noch in die Schüssel hinein. Dann habe ich das Ganze jetzt gewürzt und zwar mit meinem grünen Kobold. Den kann man sich nicht kaufen, aber den kann man sich zusammenmischen. Wie, das verlinke ich euch mal da oben. Ansonsten könnt ihr tatsächlich ein bisschen Knoblauchpulver nehmen, Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen Zwiebelpulver oder Selleriesalz. Damit könnt ihr das Ganze würzen. Und jetzt wird es richtig schön vermengt und zermatscht das Ganze richtig schön, dass das so eine richtig schöne Pampe gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt nachher ein schönes Mundgefühl. Jetzt mache ich etwas, das müsst ihr nicht machen. Das mache ich jetzt hier einfach nur, weil Show for Customer. Ich gebe den Brokkoli-Patty in diese wunderschöne Muesta-Silikon-Burgerpresse. Und wer es nicht geahnt hat, der weiß jetzt, das ist Werbung gewesen. Ne? Also, aber ihr müsst das nicht machen, wenn ihr das nicht möchtet. Ich möchte einfach nur schöne Patties haben. Deswegen mache ich das da hinein. Ihr könnt quasi die Patties einfach so nachher auf den Grill packen. Ja, das machst du schön gewissenhaft, Junge. Alles gut, schön. Die Leute haben auch Zeit. Die haben Zeit, den ganzen Tag vor YouTube zu sitzen und dir zuzugucken, wie du die Patties formst.
Ich werde jetzt den Deckel drauf geben und dann gebe ich die Patties in den Tiefkühler für ungefähr 2 Stunden. Und dann können sie auf den Grill. Zum Grill möchte ich euch jetzt was erzählen. Wir werden die gleich indirekt grillen und zwar auf einer Plansche. Jetzt werdet ihr sagen, warum grillen wir das indirekt? Macht doch gleich unter der Plansche die Flamme an und dann grillst du das direkt. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt probiert, aber das Ei, das braucht ja ein bisschen zum Stocken. Und wenn ihr das direkt unten grillt, verbrennt euch das Patty, das Ei ist noch nicht gestockt, ihr wollt es drehen, es fällt auseinander. Ist bis jetzt immer so passiert und ja, dann bin ich dazu übergegangen, das Ganze indirekt zu machen. Und wie gesagt, ihr legt das dann auf die Plansche und dann braucht das ungefähr 20 Minuten, dann ist es fest und dann könnt ihr es drehen. Und bevor ich es vergesse, die Temperatur im Grill sollte ungefähr 180 Grad betragen. Jetzt kommt noch eine Scheibe Käse drauf. Dann habe ich hier noch so ein Burgerbrötchen, das kommt jetzt nochmal kurz auf den Grill, damit es schön angegrillt wird. Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Heute mache ich es. Kann jeder machen, wie er will. Und nach ungefähr einer Minute ist das gut. Dann machen wir nochmal kurz den Deckel zu, dass das Patty noch durchziehen kann. Und dann können wir dazu übergehen, den Burger zu bauen. Als erstes kommt meine Burgersoße drauf. Wie man die macht, das verlinke ich euch mal da oben. Ist eine richtig gute Burgersoße, schmeckt richtig genial. Ansonsten nehmt die Soße, die ihr gerne habt. Und natürlich darf die Salatkomponente bei einem Veggie-Burger nicht fehlen. Heute ist es Feldsalat, aber auch hier bleibt euch natürlich überlassen, welchen Salat ihr nehmt. Nach ungefähr weiteren 10 Minuten ist dann unser Patty fertig. Das kann man runternehmen. Und das geben wir drauf. Und wer mag, kann jetzt noch ein bisschen das Ganze pimpen mit Tomaten, Gurken oder was auch immer. Mir ist das jetzt tatsächlich Gemüse genug. Ich gebe lieber noch ein bisschen was von meiner Burgersoße oben drauf. Und dann ist unser Veggie-Burger auch schon fertig. Ja, Deckel drauf und so schaut er aus, liebe Leute. Ich finde, das geht klar. Und ich bin mir aber sicher, ich möchte den gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ich habe jetzt mal die Zutaten für 3 Burger aufgeschrieben. Und zwar braucht ihr jeweils also 3 Burger-Buns, ein bisschen Brokkoli, Zwiebel, geriebenen Gouda oder einen Käse, den ihr gerne möchtet. 2 Eier, ein bisschen Mandelmehl, Grünkohl zum Würzen, Petersilie, Salat nach Wahl, Burgersoße und 3 Scheiben Cheddar oder natürlich mehr, wie ihr Bock habt. Aber jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, liebe Leute, jetzt wird probiert. Und hier habe ich Ihnen den Veggie-Burger. Ja, ich weiß, da werden jetzt wieder einige schimpfen und sagen, der Junge macht einen Veggie-Burger, warum hat er einen Veggie-Burger, ist auf Diät? Nein, ist er nicht, aber er hat Bock drauf. Vor allen Dingen auch, weil mich schon so viele danach gefragt haben, hier, mach doch mal einen Veggie-Burger, warum denn auch nicht? Ne? Ich meine, kann ja nicht schaden. Ich meine, wir müssen ja nicht alle jeden Tag Fleisch essen, also so, nee. Also, ich werde ihn jetzt probieren, denn ich möchte ja wissen, wie er schmeckt. Und wenn er nicht schmeckt, dann könnt ihr Steine nach mir schmeißen. So, ich schneide mir mal so ein Stückchen runter. So. Ich meine, er sieht großartig aus. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr das Ding indirekt bratet. Ich habe es schon mit hier auf der Flamme probiert und dann ist mir das Ding auseinandergefallen. Und das ist, ach komm, hör auf. Aber egal, ich probiere das jetzt. Achtung. Boah, ist das gut. Boah, Leute, ist das gut. Das ist... Ich muss das mal kauen. Das ist unfassbar lecker. Tatsächlich, ohne Witz. Das ist richtig, richtig gut. Wer will, kann sich natürlich noch ein bisschen Tomate und so drauf machen. Zwiebeln und so habe ich jetzt extra nicht drauf gemacht. Ich habe auch nur eine Scheibe Käse drauf gemacht, weil, wie gesagt, ist schon Käse drin in dem Patty. Und es sind ja auch Zwiebeln drin und Gewürze und Petersilie. Aber, Leute, auch für euch, die jetzt sagen, meine Güte, warum macht er das? Warum tut er das? Wieso hört er nicht auf damit? Probiert das mal. Macht das mal bitte nach. Es schmeckt hervorragend. Und damit ihr das Ganze jetzt auch nachmachen könnt, liebe Leute, da müsst ihr jetzt abschalten, aber vorher... Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann.